schön, ne? Wunderbar. Urlaub ist was Feines. Hier ist die wunderbare Welt des Herrn Ebert mit der Urlaubsausgabe Nummer 2. Herr Clausen und ich haben uns die schönsten Plätze dieser Welt herausgesucht. Ach, das bei strahlendem Sonnenschein. Ach ja. Wir gucken mal zurück auf das Jahr 2010. Ne, warte mal, was haben wir? 2011. Echt? Ja. Kinder, wie die Zeit vergeht. Die Uhr rast. Ja, Wahnsinn. Wirklich. Aber die Sonne scheint. Da fällt mir was ein. War nicht hier Atomkraft zu? Oh, ja. Ja. Die soll ja jetzt abgeschafft werden. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist beschlossene Sache. Schon in den nächsten 40 Jahren ist es vorbei damit. Nur nicht mit der Atomuhr. In Berlin wird heiß diskutiert, gerade der Ausstieg aus der Atomuhr. Stimmen werden lauter, wir sollten aus der Atomuhr aussteigen. Was sagt ihr dazu? Ich kenne mich da gar nicht aus und interessiere mich auch gar nicht dafür. Ich finde es auch ziemlich übertrieben, dass man jetzt sofort die ganzen ausschalten sollte. Brauchen wir die Atomuhr noch? Die Atomuhr, die sollte meiner Meinung nach weiterhin so genau vor sich her ticken, wie sie es tut. Ist sie denn mit Atomenergie betrieben oder woher kommt jetzt diese Verbindung? Die wird mit Atomenergie betrieben. Das wusste ich jetzt gar gut. Ich meine, steht in Braunschweig und strahlt eben so stark, dass alle Uhren nach ihr laufen, egal wo sie stehen, diese Uhren. Und da ist jetzt die Frage, steigt man auch aus der Atomuhr aus? Oder nimmt man es nicht so genau mit der Zeit und sagt, naja, ich wollte gerade auch sagen, 5 Minuten früher oder später? Ich glaube, das ist sogar noch im Millisekundenbereich oder noch genauer. Da so genau finde ich es jetzt auch nicht. Wer zu spät kommt, hat sowieso zu viel Zeit. Von daher finde ich das nicht so wichtig mit der Atomuhr. Was kommt, kommt halt, ne? Die anderen Zuschauer oder Leute, was sie halt sagen. Sollte man aus der Atomuhr aussteigen? Ja. Ja, sollte man schon? Ja, denke schon. Also für mich ist es so. Ich weiß nicht, ob es jetzt ganz ohne Atom geht, ne? Also. Naja, dann wird es halt nicht mehr so genau genommen mit der Zeit. Ist halt die Frage, ist das schlimm oder ist das weniger schlimm? Ja. Es geht um das Thema Atomuhr. Nein, danke. In ganz Berlin wird gerade diskutiert, man sollte aussteigen. Wie stehen Sie dazu? Ich würde sagen, dass man das so lassen kann. Finde ich doof. Dann wissen wir ja nicht mehr, wie spät es ist. Warum heißt diese Uhr eigentlich Atomuhr? Weil es gezählt wird, wie oft das Cäsiumatom schwingt in der Sekunde. Und dann gibt es irgendwelche Millionenzahlen. Und wenn man den Zähler so weit hat, ist eine Sekunde vergangen. Hätte man direkt nach Tschernobyl schon aus der Atomuhr aussteigen sollen? Ja, denke schon. Ja. Also auf jeden Fall ein bisschen mehr abbauen. Ne? Minutenweise. Ja. Also ich werde drinnen bleiben. In der Zeit. Ja, ja, weil die RWE und alle viel Geld da reingesteckt haben und es wäre schade, wenn sie es auf einmal alles weg hätten. Aber was hat RWE oder auch E.ON, was haben die von der Sommer- und Winterzeit beispielsweise? Keine Ahnung. Mein Gott, was soll's. Was soll's. Genau. Dankeschön. Gerne, gerne. Weiter so. In dieser Urlaubsausgabe gibt es auf jeden Fall noch die Tickets für das Chiemsee Reggae Summer Reggae Festival ist ja Ende des Monats schon, Leute. Und irgendwie müssen die Tickets ja auch raus. Die Menschen müssen sich vorbereiten. Und wir haben noch Iso Herquist, Domi Bade und Christian Durstowitz. Die Musik gespielt. Nachdem Sie dieses Highlight der Fernsehgeschichte bitte genossen haben. Ich habe nämlich in diesem Jahr schon mit Eiern gesprochen. Herr Eier, Frau Eier, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Ebert. Schön, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben. Sie sind ja mittlerweile wirklich gefragte Interviewgäste, gerade heutzutage. Wo sind denn die Kinder heute? Die sind heute bei der Oma, aber das machen die gern. Ja, da fahren die gern hin. Aber bei Oma schmeckt das ja auch immer am besten. Und da sind wir ja auch schon beim Thema Dioxin. Der Skandal um das vergiftete Futter zieht ja einen tiefen Graben durch Ihre Familie. Ja, leider. Meine Frau ist Dioxin belastet. Ist das nicht furchtbar? Wie haben Sie das dann gemerkt? Ich bin nachts wach geworden, weil ich mal raus musste. Fast 80% aller Eier müssen ja nachts mal raus und da sehe ich meine Frau neben mir und sie leuchtet. Wie kann ich mir das vorstellen? Na, machen Sie doch mal das Licht aus. Das ist ja furchterregend. Schlimm, oder? Was soll ich nur machen? Tja,
Ja, gibt es denn irgendwelche Therapien dagegen? Also ich meine, Hunderttausende von Hühnern werden gekeult, wenn sie mit Dioxin belastet sind. Wie funktioniert das aber bei Eiern? Abkochen. Mindestens 7 Minuten abkochen und dann abschrecken. Aber das mache ich nicht mit. Eine Frau wird davon sehr hart und unfruchtbar. Ah, Sie wollen also noch weitere Kinder bekommen? Ja, wir brüten da was aus. Oh, ich muss da mal rangehen. Das ist mein iPhone. Ja, vielen Dank, Frau Eier, Herr Eier. Alles Gute für die Zukunft. Ihnen beiden und mal eine Frage so von Mann zu Ei. Was wünschen sich denn Eier für die Zukunft? Ich wünsche mir in der Zukunft, auch in der Politik, wesentlich mehr Eier. Ja, ich auch. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Das sind ungefähr die Wellenbewegungen der Umfragewerte der FDP. Lass dich davon bitte nicht einschüchtern. Nach der Werbung gibt's Musik. Völlig unpolitisch. Bis gleich. Mir ist schlecht. Herzlich willkommen in der Urlaubsausgabe der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Aber jetzt schicken wir Sie in den Urlaub. Dafür übergebe ich an unseren Ziehungsbevollmächtigten Christopher Clausen, denn wir brauchen einen Gewinner für die Tickets für das Chiemsee Summer Reggae Festival. Also, Herr Clausen. Und ich werde jetzt noch mal ordentlich durchmischen. Ja, setzen Sie das Ziehungsgerät so in Bewegung. Und jetzt wird's richtig spannend. Und noch mal andersrum. Damit auch wirklich alles durcheinander gerät. So. Und wir haben einen Gewinner, ein richtiges Glückskind. Das ist die Carlotta Zeitelhack aus Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Carlotta. Du fährst mit 2 Freundinnen an den Chiemsee und du nimmst bitte eine Videokamera von uns mit, filmst deine Erlebnisse und dann haben wir alle was von. Freue mich auf den Film. Aber sie wird auch coole Musik hören, glaube ich. Oh ja. Oh ja. Haben wir aber in diesem Jahr auch schon. Wir hatten großartige Leute auf dem Sofa. Hinten, drüben oben. Ja. Zum Beispiel Iso Herquist aus Dänemark. Und Domi Bade. Der war aus, wo ist der her? Frankfurt, ne? Und Christian Durstewitz aus Altenlotheim. Wusste auch keine Sau. Also gucken wir uns alles nochmal an. Wie sagt Dieter Thomas Heck immer? Rainer, fahr das Band ab. Yes, sir, that's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, we decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, by the way, by the way, when we reach that bridge, I'll say, yes, sir, that's my baby. No, sir, me love schweiß ins Auge. Yes, sir, that's my baby now. My baby now. Und ich kann mir nicht den Schweiß aus dem Auge wischen. Das brennt wie Sau. Und nee, das hilft nicht. Ich glaube, jetzt ist noch ein Katzenhaar dazwischen. Aber wenn wir einfach noch ein bisschen kneifen, dann krieg ich bald so einen Piraten-Augenklappe. Achtung. By the way, yeah, by the way, when we reach that beach, I'll say, ist der Kerman mega vermischt. Yes, sir, that's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. My baby now. My dritten Zähne now. So schlimm.
die Freundschaft auf. Die Freundschaft. And another who tear me down to the low of my roots. Before this river becomes an ocean, before it threw my heart back on that floor. Oh baby, I reconsider my foolish notion. Well, it takes a strong man, baby, but I wait for something more. I gotta have faith, whoa, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, the faith, the faith. I got that free, the free, the free saxophone solo. Before this river becomes an ocean, before it throw my heart back on that floor. Oh baby, I reconsider my foolish notion. But it takes strong and brave, but I wait for something more. I gotta have faith, oh, I gotta have faith. Oh, I gotta have faith, the faith, the faith. I gotta have faith, the faith, the faith. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live? Ich kann den Text nicht. Das war's auch schon. Das waren die Urlaubsvarianten der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Und nächste Woche sind wir alle wieder zu Hause, sitzen auf dem Sofa und Sie sind mit Sicherheit auch wieder dabei. Nicht wahr, Herr Clausen? Natürlich. Nee, du bist in Schweden. Na toll.